Guten Abend und herzlich willkommen zum Chillout-Abend heute, bla 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 bla. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin. Guten Abend. So, jetzt waren wir gestern auf der Suche nach der Bibliothek. Die Suche wurde ein bisschen abgebrochen, weil ich nur noch so rumgewandert bin und ein bisschen lastlos werden musste. Dafür gab es ja gestern diese wunderherrliche Verkaufs- Let's Play-Geschichte. Wahnsinn. Verkaufsorgie, ja, ja, genau. Der Handelssimulator war gestern die Hälfte der Zeit, aber ja, Entschuldigung. Ich habe mich halt aber etwas übernommen. Wir wollten es einfach nicht vorenthalten, wie wir unsere Sachen verticken. Genau. Das ist einfach so spannend, das mussten wir einfach zeigen. Ein Krimi. Ja, man, während ich ein bisschen um den Konstant rumrenne. Okay, jetzt schauen wir mal, wo ist eigentlich diese bekloppte Bibliothek von dem der Alte da erzählt hat? Genau, also wir haben jetzt den Geist, also wir haben in der letzten Folge den Geist von Nebris getroffen und das ist ein berühmter Philosoph und der möchte doch, dass sein Werk gelesen wird. Das haben wir jetzt vor. Zumindest versuchen wir jetzt die Bibliothek zu finden. Ja, versuchen ist gut. Genau, also wir haben ja keine Ahnung, wo das ist. Ne? So. Und ich meine, Cecil ist nicht gerade mini. Groß. Ist aber auch nicht unbedingt groß. Ja, das ist schon richtig, aber wir haben schon geschafft, uns zu verlaufen. Also, so ist ja, das stimmt. Nicht. Ich hätte gesagt, jeder rennt mal in irgendeine Richtung. Okay. Und guckt mal. Ansonsten könnte es ein bisschen dauern, glaube ich. Das stimmt leider. Wenn jemand was Interessantes findet, brüllt er einfach. Ja, oder schreibt es in die Kommentare, ne? Ja, ich schreib's dann mal flott in die Kommentare. Oh, what the heck? Hier ist ein sprechender Kopf. Wallig. Ey, ohne Scheiß, Mann, hier ist ein sprechender Kopf. Oh, Scheiße, ich komme gleich. Was ist das für ein Schmarri? Wie geil, ich lauf 3 Meter und treffe auf einen sprechenden Kopf. Den haben wir noch gar nicht gesehen, was ist denn da los? Alter, der schaut voll eklig aus. Ich komme. Wie geil. Was ist das für ein Typ? So brennend war sein Verlangen nach weichem Blau und blutigem Rot, dass er seinen Wettbewerb, what the kaka, jetzt habe ich das nicht mehr lesen können. Aha. Moment, geh runter. Muss doch da irgendwo stehen. Da schon. Oh shit. Wenn du mal voll ranzoomst, dann. Der schaut voll widerlich aus. Das stimmt. Ach du Scheiße. Kann man nicht mit dem reden? Nee, das ist rot. Ja, aber red mal. Aber mal du mit kannst dem, mit dem. Ja. Mit dem. Oh, Reginald. Ihr da, nehmt Platz, seid darauf gefasst, euch kaputt zu lachen und die Augen aus dem Kopf zu heulen mit einer Geschichte von Stefano, dem sprechenden abgeschlagenen Kopf. Ja, ist ja auch saulustig und so. Erzähl mir von dir. Naja, was soll's. Ich bin Reginald, der Illusionist, Besitzer der erstaunlichsten Gegenstands Anderwall. Wie auch immer, dieses fantastischen sprechenden Kopfes. Seht ihn euch an, solange ihr die Chance dazu habt. Ich bleibe nur so lange in Cecil, wie die Legion hier ist. Okay, warte mal. Erzählt mir von diesem sprechenden Kopf, das würde ich jetzt schon gerne wissen. Das stimmt, ein sprechender Kopf. Und er spricht nicht nur, er erzählt Geschichten, die so fantastisch sind, dass ihr nie genug von ihnen bekommt. Wie ich ihn gefunden habe, ist auch eine ganz interessante Geschichte. Lasst uns die Geschichte hören. Ich bin auf spektakuläre Weise zu dieser Kuriosität gekommen. Ich tauchte gerade in diesem seichten Gewässer in schwarzer Bucht. Was? Der schwarzen Bucht bei Cecil nach einem seltenen medizinischen Meereskraut. Ich arbeite an Wochenenden ehrenamtlich für die örtliche Kinderapotheke. Als ich etwas Fantastisches erblickte, die Schatztruhe des legendären Kapitäns Feuerbart, dem erfolgreichsten Piraten der alten Zeit. Die Schatztruhe steckte zwar fest, aber ich sammelte all meine Kraft und zog sie zwischen den Felsen hervor. Ich hielt den Schatz meines Lebens in den Händen, aber dann wurde ich von einer schmatzenden Krake verschluckt, die aus dem Nichts aufgetaucht war. In dem ganzen Tumult ließ ich die Beute los und musste mit ansehen, wie die Bestie sie verschlang. Aber ich fürchtete nur für einen Moment, dass alles vergeblich war.
Vor meinem geistigen Auge schwammen die Gesichter der vielen Kriegswitwen und leprakranken Waisen vorüber, die ohne meine wohltätige Unterstützung verloren wären, und da wusste ich, dass ich überleben musste. Ich bekam den Griff eines Entersäbels zu fassen, der genau in dem Augenblick vorbeitrieb, und sammelte meine Kräfte, um ihn der Kreatur in den Bauch zu rammen. So konnte ich mich aus meinem Grab befreien, tauchte so schnell wie möglich an die Oberfläche und schwamm ans Ufer. An diesem felsigen Strand bin ich über diesen sprechenden Kopf gestolpert. Seltsam, oder? okay. Ja. So viel zum Thema Seemannsgarn. Okay, und jetzt könnte ich ihm Trinkgeld geben. Eigentlich müssten wir uns erstmal das anhören, was der Kopf zu sagen hat, und dann erst Trinkgeld geben. Theoretisch, ja. Aber es ist irgendwie ein bisschen nervig, weil... Was? Ach ja, so. Ich bin unterwegs. Okay. Aber ich meine, irgendwie können wir auch so eine Geschichte nicht richtig mitverfolgen, dann müsstest du ja lesen wie ein Hirngeschissener. Aber gut, whatever. Ja, das stimmt. Anführer in Sicht? Ja, komisch. Okay, aber ich will eigentlich jetzt die Bibliothek. Wir wollten die Bibliothek haben. Und hier ist schon wieder nur ein kaputtes Haus. Ganz toll. Mit einem Bettler drin. Ganz klasse. Das kann so nicht weitergehen. Überhaupt nicht. Was ist denn hier eigentlich los? Schlimm. Ey, ernsthaft, die Stadt ist wirklich nicht so klein. Aber ist auch nicht wirklich groß. Ja, sie ist auch nicht wirklich groß, aber irgendwie... Ja, was sie vor allem nicht ist, ist, sie ist nicht übersichtlich. Jo. Das stimmt. Mann. Ich bin immer noch unterwegs. Jetzt bin ich ja schon wieder beim Aureus, bei diesem Anführer Kasper. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. gibt's hier überhaupt eine Bibliothek? Der hat schon gesagt, Bibliothek von, Dings, Seisil ist ja die ganze Gegend hier. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht mehr. Bin ich jetzt war das blöd? Bibliothek? Jetzt hab ich den Namen der Stadt vergessen. scheiße. Hier, Hündchen, komm zu Papa. Jetzt bin ich schon wieder an dem Typen vorbeigekommen. Ich renne mal ein wenig auf der Burgmauer entlang. Was passiert eigentlich, wenn ich eine dieser magischen Armbrüste-Balliste da... Ach, kein Ziel in Reichweite. Wahrscheinlich... Oh, hoffentlich müssen wir die mal benutzen, diese fetten Ballisten. Hoffentlich. Das ist so geil. Das sind solche fetten Geräte einfach. Fettes Gerät, ey. Ey, ultra fett, Mann. Ja, okay, kacke. Keine Ahnung, wo die... Das Blöde ist, wir können jetzt nicht auch einfach rausgehen und sagen, okay, wir machen jetzt was anderes. Wir müssen hier irgendwie EP kriegen, weil wir sonst nur auf die Fresse kriegen würden. Ja, das stimmt. Das ist leider etwas ätzend, aber naja. Warte mal. Also ich räume hier ein Haus leer. Ich weiß nicht, ob es von Nutzen ist. Ich habe aber schon 4 Goldbecher. Okay. 4 Gemälde eingesackt. 2 Bücher, die nur Geschichten enthalten. Ansonsten Freude mit Flüssigkeiten, Band 6. Rattenschwanz, Zahn. Freude mit Flüssigkeiten, Band 6. Okay, warte mal, das hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Das hatten wir noch nicht, aber ich habe es gerade gelesen. Und da ist dann nichts passiert. Also kein Rezept wurde hinzugefügt. Hey, unser totes Schaf ist weg. Ah, oh, okay, sowas. Ich habe hier übrigens... Das geht mal gar nicht. Hast du jetzt Schmieden drauf? Ob ich was auf Schmieden habe? Ja. Weiß ich nicht, ob ich das gelevelt habe, warte mal. Weil ich habe gerade ein altmodische Stoffarmschienen. Jo, hab ich. Des Handlangers. Und da habe ich Rüstungswert 2, Schmieden plus 1. Okay, warte mal. Armschienen hast du gesagt? Jo. Okay, ist auf jeden Fall besser als meins. Was hast du denn? Meins macht bloß Rüstungswert 1, das war's. Okay, ja dann. Aber gut, es ist halt. Ich hab zu viel zu tragen. Ich hab's dir gerade geschickt, deswegen. Ach, das geht über so eine fetzende Entfernung auch? Okay. Anscheinend, ich dachte, ich probier's einfach mal. Oh, ich habe hier Eisenbahn gefunden. Ich bin jetzt mittlerweile im Keller. Und räum den Keller leer. Okay. Schweinebraten nehme ich mit.
Oh, ich liebe die Mucke, ne? Die ist so geil. Es Albumfrei. ist wie aus dem, es ist die Mucke aus dem ersten Teil. Ja, das ist schon ziemlich cool. Ey, du, sag mal, kann ich dir ein bisschen was rüberschmeißen? Ernsthaft, ich kann Wer einfach her so nicht damit? rumlaufen. Ich hab nicht mal 50% meines Gewichtes erreicht. Alter, wie habe ich denn das geschafft, so viel Scheiße einzupacken? Rezept freigeschaltet. Okay, was schmeiße ich dir jetzt am blödsten eigentlich rüber? Irgendwas Schweres eigentlich, ne, am gescheitsten. Ja, einfach etwas Sauschweres, was dich total erleichtert erstmal. Naja. Etwas sauschweres, also ich hätte hier auf jeden Fall was, was 3 Kilo schwer ist. Ist jetzt zwar nicht so sauschwer, aber immerhin. Es war eine Spitzhacke. Wie viel wiegt eigentlich so ein Eisenbahn? Naja, auch nicht die Welt, okay. Nee, 0,2. Schwert, ne? Ich habe Wasserfass eingepackt. Das Das wiegt geht auch. 60, Mann. Ach du Scheiße. Kannst du mir meine Spitzhacke bitte wiedergeben? Ich schmeiß einfach dieses scheiß Wasserfass wieder raus. Das hast du aus Versehen, oder was? Na, wie geil. Hast du mir die Spitzhacke wiedergegeben? Ja, habe ich. Ah ja, okay, danke. Oh Mann, wie blöd, ey. Ich dachte mir nur so, ach, das ist ja lustig, das kann man einpacken. Hab überhaupt nicht gedacht, dass das so viel wiegt. Ich meine, okay, ist ja nur logisch, dass es viel wiegt, aber So viel? ich hab, naja, ich meine, so ein Fass passen so einige Liter rein, ne? Aber ich hab nicht Trotzdem. damit gerechnet, dass das mich so runterzieht. Alter, Latz. Was wiegt Ey. denn eigentlich so ein Schweinebraten? Also, ich hab den Deppen da mal gefragt, der sagt, gibt's in jeder Bibliothek von Rivellon. Das heißt aber nicht, dass. Ich meine, es ist doch die Stadt Rivellon, oder nicht? Oder habe ich mich da jetzt so krass vertudelitan? Also wenn ich jetzt Nein sage, bin ich blöd. Ich bin etwas verwirrt. Map. Naja, ich glaube, Rivellon ist. Ja, okay, warte mal. Wir sind in der Stadt Syceel. Okay, das ist jetzt schon mal richtig. Rivellon ist wahrscheinlich die Welt. Ich bin gerade so neben Okay. der Spur, aber gut, es ist, ihr müsst Macht wissen, es ist auch nichts. gerade ziemlich spät, wo wir das aufnehmen. Wir sind nicht früher dazu gekommen, deswegen sind wir ein bisschen durch Ja, den Wind gerade. der ein oder andere hat schon heute einen ziemlich langen Tag hinter sich. Jo. So, kleiner Haltrang. Oh, das ist doch wunderbar. Und die drückt gleich auch mal. Oh. Gleich mal Moment. mitnehmen. Also mit dieser Beute, mit der ich zurückkomme, da kriegen wir locker 1000 Gold. Was? Ja. Okay, cool. Wo bist denn Alle, du? alleine an den Wertsachen. Alter, wo bist du? Ich bin in irgendein Haus eingebrochen. Wow. Ich habe eine ziemlich coole Lederrüstung gefunden, mit Rüstungswert 10, allerdings Gewandtheit 7 verlangt. Moment. Ich gehe mal hier raus, Bist ich du bin hier noch fertig. in der Stadt? Ja, freilich, ich bin hier nur, naja, Ah, jetzt. rumgeschlichen. Ey, du warst gerade auf der Minimap am Arsch des Planeten. Ich hab Ja, aber ich, überhaupt. wahrscheinlich, weil ich im Keller war, deswegen. Ja, aber deswegen verschwindet man doch nicht. Ey. Ich weiß ja nicht, wie Wie ist denn das das geregelt, Mann? Du Spiel bist regelt. irgendwo in Ey, keine einen Keller Ahnung. rein und dann bist du plötzlich irgendwo. Meine Fresse, ich war jetzt komplett durcheinander. Ja, okay, anscheinend ist die Bibliothek schlechte Idee. Was? Die Frau des Ratsherrn? Wir haben ein Buch darüber, wie man den perfekten Mord ge begeht in Esmeraldas Haus gefunden. Du warst in ihrem Haus? Moment. Jo, das ist der Esmeraldeshaus. Ja, ich habe das Buch gefunden. Ich hab gar nicht gesehen, in welchem Haus ich war, aber Ah, anscheinend, ja. scheiße, ich war nicht dabei. Wo war dieses blöde Haus? Das ist hier, wo ich gerade bin. Ja, Siehst du okay. mich auf die Minimap? Ja. Du bist ja gleich da. Genau. War das nicht die, wo die gerade gebadet hat oder so? Nee. Nee, Hä? nee. Ach, Esmeraldas Laden, Netzeler. Genau. Und Wie ich man glaube, einen perfekten Mord begeht, genau. okay.
Irgendwo da hinten in den einen oder anderen Zimmer habe ich es gefunden. Wie hieß nochmal die eine Frau, die den mit dem Jack zum letzten Mal zusammen war? War das die Esmeralda? Bin jetzt blöd. Steht es in dem Tagebuch? Warte mal. Ah ja, sprechen wir über den Mord an eurem Mann. Da steht's ja. Jawohl, passt doch. Also, wie sie sagt, der Jäger kehrt zurück. Ich hoffe, ihr seid hier, um etwas zu kaufen, nicht um Untersuchungen anzustellen. Ich frag mal ganz auf blöd, wer seid ihr? Ich bin Esmeralda, Jacks Frau und nun, ach, seine Witwe. Mein armer Mann, wir waren beide so jung, als wir heirateten. Er so reich, ich so arm. Und doch seine einzige Prinzessin. Sprechen wir über den Mord an ihrem Mann. Wie ich bereits so ziemlich jedem Legionär in der Stadt erzählt habe, ich weiß absolut nichts über den Mord an dem armen Jake. Ich will, dass sein Mörder gefunden und vor Gericht gestellt wird, aber alle glauben, dass ich diese böse Tat begangen habe. Ihr doch auch, nicht wahr? Und was ist geschehen? Einige geschwätzige Krabbenfänger im Wirtshaus behaupten, dass ich nur aufs Geld aus bin. Und ihr glaubt ihnen? Diese Andeutungen sind völlig inakzeptabel. Oh, ich kriege eine meiner Migränen. Ich meine, oh, ich kriege eine meiner Migränen. Okay, dann könnte ich sagen, ich habe euer detailliertes Handbuch für den perfekten Mord gefunden. Ja, so viel dazu, dass ich es gefunden habe, aber gut. Ach, dieser grauenvolle Schinken, der für so viel Aufsehen sorgt, der gehörte Jake, nicht mir. Er war Politiker, versteht ihr nicht? Immer am Komplott schmieden. Immer einen Schritt voraus sein müssen? Also wirklich, ich hätte gedacht, dass ein Quellenjäger einen Überlebenssinn meines geliebten Gatten zu schätzen wüsste. Könnt ihr mir mehr über diesen Ort erzählen? Nun, was wollt ihr wissen? Erzählt mir mehr über Scheischiel. Scheischiel! Das ist nun eine traurige Geschichte. Die Dächer eleganter Häuser wurden als Heizmittel genutzt, Eichenschränke geleert und die Damen ziehen die Reste ihrer großartigen Kleider hinter sich her, um nach Fischgräten zu betteln. Erzählt mir Interessant. etwas über die Untoten. Gelobt sei, dass Arhu, der Zauberer, einen kühlen Kopf bewahrte und diese neumodischen Waffen gebaut hat. Ansonsten würde Sycil jetzt als Thron für die Fäulnis. Aha. Dank ihm ist das Leben hier schon fast wieder erträglich, trotz der wandelnden Toten, obwohl es gleichzeitig ziemlich unheimlich und verblüffend ist. Wenn man darüber nachdenkt, wie schnell einer mit großen Gefahren fertig wird, wenn eine Handvoll Wächter sie in Schach halten. Ich bin dann mal weg. Alles klar, ne? Ja, wir müssen nach Hinweisen suchen. Das ist ja wohl offensichtlich richtig. Was ist denn überhaupt mit dem Septimus hier? Bla 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 bla. Eine so hübsche Frau, ich würde. Ich gehe mal nur schnell durch. Ja. Angeblich bla bla, rechten Dingen zu tun. Ich werde standhaft schützen. Bla 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 bla. Okay, der Typ denkt, sie war es nicht. Aber das ist mir auch gerade vollkommen Pupu. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach irgendwelchen Hinweisen suchen. Ja, nur wo finden wir die? Ich meine, was steht denn in diesem Buch drin? Kannst du mir mal das Buch rüberhauen oder liest du es vor? Oder ich habe Ja, keine Ahnung. freilich. Was war freilich? Du gibst es Warte, mir warte, oder warte. du liest vor? Der perfekte Mord, ne? Ja. Vielleicht gibt Also das jetzt Aufschluss. das ist scheiße lang, das sind 11 Seiten. Was? Das will ich jetzt nicht vorlesen, ich bin zu müde. Ja. Ja, und selbst wenn, dann würde jeder einschlafen. Aber hau's mal her. Upp. Schick. So, ich will nur mal kurz überfliegen. Oh, leck, das muss man nicht ernsthaft. Scheiße, ich wette mit dir, dass aber da irgendwo ein Hinweis drin ist. Weil da steht Ist ja. Ausführung, erfolgreichster Schritt zum Mord, liebe Leser, ist der Zeitpunkt der Ausführung. Ba, 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 ba. Ach du Kacke. Job. Bitte sagt mir nicht, dass ich das jetzt echt noch durchlesen muss. Ich glaube, das steht's nicht drin. Sag mal so, die Folge ist jetzt eh schon rum. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, ich schaue es mir mal durch, das Büchlein. Und falls sich da was Interessantes darin befindet, sage ich euch das morgen. Gebe ich euch morgen Bescheid.
Und wenn nicht, dann, also ich brauche das jetzt dann echt nicht jetzt hier großartig vorzulesen, weil das wäre dann echt bloß Zeitverschwendung, wenn das eh bloß Quatsch ist. Somit, ja, es war eine recht erfolglose, Quatsch, ereignislose Folge, tut mir leid, aber naja, immerhin haben wir jetzt die Esmeralda gefunden, obwohl wir sie schon vorher gefunden haben, Und einen Haufen irgendwo. Zeug, was wir verkaufen können. Ja, genau. Somit, es war nicht ganz umsonst. Ja. Und deswegen sage ich gute Nacht und bis morgen. Ciao, ciao. Bis dann, Servus. Guten Morgen, Mittag, Abend oder Tag im Allgemeinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem der Fall ist, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben. Falls ihr weitere Let's Plays angucken wollt, dann klickt doch der Solette, die da auf der Couch sitzt, einfach voll in die Fresse. Und dann kommt ihr auch schon zu den ganzen Let's Play Playlists und könnt euch da in aller Ruhe mal umschauen. Das war's von meinerseits und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.